Juhu, Sims 4 Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play. Die Sims 4, Zeit für Freunde, Zeit für Baufolge. Und zwar hatte ich mir überlegt, dass Sam sich ein schönes, kuscheliges Häuschen hier in Windenburg zulegen könnte. Und ich finde das hier hinten am Wald eigentlich ziemlich cool. Also da hinten haben wir noch ein kleines Dorf. Ja, das ist die große Brücke. Wow, der Mond dahin ist ein bisschen riesig und gruselig. Wir sind hier, glaube ich, auch nicht so weit vom Meer entfernt. Also, es ist schön. Wir haben da den Fluss. Wir haben, glaube ich, auch ganz nette Nachbarn so um uns herum. Und es ist ein bisschen stiller und so für sich. Und das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ach, ich mache mal gerade die Hintergrundmusik für uns ein bisschen lauter, damit es ein bisschen atmosphärischer wird. Sekunde. Wenigstens ein kleines bisschen. Und jetzt muss ich mir halt überlegen, wie gestalte ich das? Jetzt wird gebaut, sozusagen. Und das heißt, danke, lieber Baum, blende ich doch noch ein bisschen mehr aus. Sonst blenden die sich immer sofort aus und jetzt haben wir das. Ja, okay. Das heißt, ich muss mich entscheiden, wie wir hier die Gestaltung machen wollen. Ich hatte halt gedacht, wir haben doch hier diese wirklich wunderschönen neuen Zäune, BZW-Mauern. Und damit sollte man vielleicht mit der einen oder anderen doch wirklich was anfangen können. Ist sehr schön. Das ist ein bisschen was Rustikaleres. Hier ganz am Rand ging es nicht richtig. Das finde ich halt immer noch so ein bisschen schade. Aber gut. Hier so ein Zwei-Wege-Einfahrt. Nö. Wäre eine Möglichkeit. Das ist ja jetzt alles mit Schnee bedeckt. Das wäre ja später nicht mehr mit Schnee bedeckt. Da könnte... Okay, die Dinger sind nicht überarbeitet worden. Aber ihr wurdet auch nicht überarbeitet. Dann müssen wir die hier nehmen. Die sind überarbeitet worden. Die sehen dann schon mehr nach Schnee aus. Oder die hier? Stimmt, die sind ja zusätzlich installiert worden. Die müsste ich dann... Ja, vielleicht sollte ich das... Winter-Plugin rausnehmen für die Baufolgen. Wobei, es muss ja auch im Winter gut aussehen. Das kann ich ja dann gar nicht beurteilen. Ich hätte es halt sonst so gemacht, dass wir halt hier eine Einfahrt haben. Vielleicht hier so einen kleinen Brunnen noch hinstellen. Muss einfach mal gerade ausprobieren, wie das aussieht. Wenn jetzt hier ein... Okay, vielleicht ein etwas größerer Brunnen. Soll ja schon was Besonderes werden. Ganz weg, dann ist es symmetrisch. Ja, das Ganze so ein bisschen fast einen Villencharakter kriegt. Aber nur fast, nicht komplett. Also soll jetzt nicht übermäßig extravagant sein. Farblich bin ich auch noch im Überlegen, wie wir das Ganze gestalten wollen. Das gibt es ja hier auch, ich glaube, den gibt es sogar in verschiedenen Farben. Ja, das könnte man natürlich jetzt auch in Braun machen. Oder in einem anderen Braun. Zumindest die Pfeiler nicht braun. Das ist dann dem angepasst. Da sind die aber auch so in so einem hellen Ton, sind die auch toll. Ich muss ein bisschen herumexperimentieren. Ihr wisst, ich habe im Vorfeld meistens keine genaue Vorstellung, wie es aussehen soll. Aber die Idee hier finde ich jetzt eigentlich ganz gut. Sieht es hiermit aus. Dass man hier so eine, ja, halt eine Einfahrt hat. Das ist ja weniger Windenburg-Style. Das ist ja wesentlich moderner. Hat aber halt auch was. 2, 3. 1, 2, 3. Okay, ich habe es spontan richtig hingekriegt. Und dann muss das halt sehr stark bewachsen sein, hier ein bisschen das Grundstück, ne? Frage ist jetzt, ob ich es wieder auf eine Erhöhung stellen soll. Ja, nein. Eigentlich so ein Podest gehört eigentlich schon dahin. Also der Klassiker, dass man dann hier links und rechts eine Treppe nach oben gehen kann und man dann halt da den Eingangsbereich hat. Dafür müssen wir halt hier ein bisschen nach oben gehen. Und dann würde ich auch gerne diese Farbe hier wählen. Also das kann man nicht. Das kann man dann nicht sagen, welche Farbe das haben soll.
Ja gut, also so ein... Mir wäre halt allgemein ein Braun irgendwie lieber. Aber die Dinger gibt es halt wenigstens auch, um den unteren Rand damit noch farblich zu gestalten. Stein, dann doch lieber den hier. Und dahinter muss halt jetzt dann das Haus. Das kannst du nämlich... Ich will erstmal die Außenfassade gestalten, zu einem Teil rausgucken. Ist nicht so einfach. Ich habe solche Dinge nie fertig im Kopf oder so. Auch wenn viele das immer meinen. Ah nee, du baust so toll. Planst du das vorher? Ich baue nicht toll und ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Help. Ich möchte, dass es auch noch fachwerkmäßig aussieht, deswegen. Lol. Ich wünschte mir einfach, mein Computer würde das lassen. Das ist komisch. Das passiert mir jetzt in letzter Zeit bei den Sims immer wieder. Das habe ich schon erwähnt, dass es komisch ist. Okay, ist gut. So. Hm. Ja, so von der Größe. Also mit Einfahrt und allem drum und dran. Ne? Das kriegt dann halt was. Wir hätten jetzt halt hier so Brauntöne. Da war die. Ob ich das mit den Brauntönen beibehalte, das weiß ich auch noch nicht. Vielleicht ist es auch ein Projekt, woran wir jetzt etwas häufiger bauen werden in Zukunft einfach. Das weiß ich auch noch nicht. Ob ich jetzt das halt jetzt komplett baue oder ob ich sage, nee, das schauen wir uns dann nochmal an, wenn ich mehr Inspiration habe oder das Gefühl habe, jetzt so sieht es gut aus, so möchte ich es haben. Da gab es doch auch den passenden Zaun zu, oder? Bist du das? Nein. Welcher von euch ist denn das? Ach, du bist das. So. Gut. Jetzt ist die Frage, kann man mit den Wänden vielleicht noch ein bisschen was Kreatives gestalten? Zum Beispiel eben, dass es halt hier halt... Nee, wo genau hängt das jetzt? Da hängt es. Gibt es hier so ein bisschen so ein... Kann man so ein bisschen so einen Schlosscharakter draus machen eventuell? Muss ich mal gucken. Einfach mal ein bisschen experimentieren und abrundende Ecken und sonst irgendwas reinbringen. Okay. Fachwerk sitzt ja immer so ein bisschen. Das sieht ja so ein bisschen herrschaftlich obendrauf. Das darf auch gerne weiterhin herrschaftlich obendrauf sitzen. Vielleicht sogar noch eine ganze Etage mit nach oben gehen. Oh, dreistöckig. Das ist aber wirklich schon ein ziemlich großes Haus. Sehr großes Haus. Vielleicht machen wir das dann dreistöckig und zweistöckig. Ja, machbar. Innen drin die Zimmer müssen wir natürlich noch löschen, was dann halt da nicht hinpasst oder was komisch aussieht. Bin am Überlegen halt einfach auch, dass ich das hier noch ein bisschen weiter zurücksetzen sollte. Einfach mal ein bisschen experimentieren und dann gucken, wann es gut aussieht. Ich weiß mal nie, das kann spontan passieren. Plötzlich gut oder so. Hatte ich da nicht auch ganz hohe Zäune? Ah, das ist hier mit umrankt mit so... Oh, das sieht ja auch schön aus. Das ist schön gemacht. Ist halt schwierig, dass das dann noch in den Windenburg-Style passt. Sollen wir einfach mal ein bisschen wildes Experimentieren in Kauf nehmen? Ist wahrscheinlich auch einfach schon viel zu groß. Hier so eine alte Windenburg-Tür. Oh, die ist ja auch schick. Und ich suchte eigentlich so eine Windenburg-Tür. Nein, nichts Höheres, sondern... Doppeltür vielleicht? Aber die sehen so puppig aus. Ich glaube, das ist einfach alles schon wieder so eine ganze Dimension zu riesig, die ich hier gebaut habe. Ich neige dazu, Dinge einfach...
Lol. Warum machst du das, Kamera? Ich neige dazu, Dinge einfach zu groß zu bauen. Erstmal. Lass einfach mal schauen. So. Nee, Moment, das ist sogar ganz gut so. Zack. Aha. So. Das muss doch mal weg hier. Sorry. Boah, dieses... Was auch immer das für ein Bug ist, die sollen das fixen. Ich mag den nicht, der ist doof. Okay, hier habe ich so ein bisschen Sachen falsch gerade gemacht, aber alles gut. Kriegen wir hin. Okay. Sie darf wieder hier rüber gehen. Nein, das war oben drauf. Vielleicht kann ich das auch lassen erstmal. Moment. So. Ob ich jetzt hier... Weiß ich nicht, das muss glaube ich zu sein. Ja, ich befinde mich jetzt so langsam auf einem Weg. Ihr seht, ich taste mich bei den Sachen, die ich baue, halt einfach immer so ein bisschen ran. Oh, hier könnten wir das mit dem typischen überstehenden Look eines Fachwerkgebäudes sogar weiterführen. Doch, das muss hier aber auch noch weiter dann. Na komm. Okay, nein, ich habe nichts angeklickt. Alles gut, alles. Nein, schräg. Nein. Geh da an die Ecke. So ist brav. So ist brav. Nein. Die Ecke hier. So ist brav. Ja, du doch. Also. Ja, eher weniger. Hier ist es halt wieder schwierig, weil wir haben hier Schrägen. Wie man das Dach dann gestalten soll. Ich finde, bei Schrägen ist das mit dem Dach immer so eine Sache. Ich kann das Dach hier schräg ansetzen, ne? Dann setze ich das hier schräg an, also dazu, und dann sieht das halt bekackt aus. Also okay, das da oben darf nicht schräg werden. Das muss unser Saver werden vom Schrägen. Wenn das jetzt einfach einen rausgeht und dann gerade endet. Nein. So. Und das gesamte Ding kommt hier nochmal einen nach vorne. Mhm. Hoffe ich, dass das gut aussieht. Ich weiß es noch nicht. Ich bin mir noch nicht sicher. Du bist hinten durch. Ich weiß es nicht. Also, da muss halt jetzt erst noch ein bisschen Gestaltung dran. Dann kann ich das überhaupt erst beurteilen. Türen. Ja, jetzt bräuchte ich eine Tür. Gibt es denn hier Schönes? Ist vielleicht hier eine schöne dabei, wo ich denke, oh ja, die doch. Die ist schön. Die möchte ich haben. Und dazu gibt es doch, glaube ich, sogar passende hohe Fenster. War die nicht so? Die hier. Oh, die sind sehr breit. Will ich die so breit? Oh, die sind so schön. Oh, die sind so schön. Fachwerkfenster so angepasste. Oh, was soll es gibt? Stehst du da und denkst, ja, das hätte ich. Das auch. Ja, das noch. Die sind ein bisschen schmaler. Die kann ich sogar bis auf den Boden bringen. Die auch. Könnte ich auch höher bringen. Muss ich halt auch über einen Stiel im Klaren werden, indem wir halt hier die Fenster halten wollen. Fenster Deluxe. Das sind die, die ich runtergeladen habe. Die passen halt auch zu dieser Tür doch gar nicht mal so. Gar nicht mal. Wobei, die gehören halt hier dazu. Ja. Die für hier oben sind eigentlich toll für hier oben. Wir hatten angefangen mit Braun, ne? Ich bin mir halt nicht so sicher, ob ich das wirklich alles in diesem Braunton haben möchte.
Oh, und weiß sind die ja auch nicht schlecht. So ein bisschen experimentieren. So ein reizendes Blau. Das hat dann immer diese Frage dahinter. Man kann natürlich auch gerade ein Fachwerkhaus, das nachrestauriert ist, halt speziell gestalten. Was dann halt ein bisschen anders aussieht. Hier gab es nicht die Option mit, nee. Braun- und Blautöne sind vielleicht optisch gar nicht so eine schlechte Idee. Also erstmal muss das hier überall dran, auch wenn das vielleicht gerade erstmal noch nicht so stimmt mit den Zimmern und allem drum und dran. Das muss erstmal drumherum. So. Richtig. Und dann hätte ich gerne alle Objekte von Zeit für Freunde. Ich glaube, dann bist du das, was wir suchen, oder? Ja, das ist die. Das ist diese Färbung, das ist dieser Ton. Wie hoch geht sowas denn eigentlich, wenn wir jetzt den hier haben? Kann das sehr hoch machen. Dann könnte man halt so simulieren, dass da unten drunter voll der dicke Keller noch liegt. Oder man lässt es weg. Einfach nicht zu hoch. Einfach nicht zu hoch, alles klar? Ja, Dann hätten wir halt hier. Oh, das ist ganz hübsch. Quasi weißes Fachwerk. Das darf bis nach oben durchgehen. Da gibt's. Oh, hier gibt's verschiedene Varianten mit dem Weiß. Muss ich gerade erstmal einfach mal angucken. Nein, nicht komplett durch. Hätte dir das dann erlaubt? Hier haben wir die einzelnen Fachwerk-Varianten. Okay, das müsste schon komplett halt. Sieht das komisch aus. Nein. Geht auch irgendwie nur eine Wand mit Alt. Da war irgendwas. Irgendwas muss ich drücken, damit ich nur eine Wand erstmal. Schon mal grob einfach. Ich möchte schon mal grob sehen, wie würde es aussehen, wenn. Und ob ich dann vielleicht. Und dann gucke ich noch, ob ich das so mache. Hust. Okay, das sind. Auch nur die Zeit für Freunde-Fenster haben diesen Style. Wenn ich jetzt dann halt noch große nehmen würde. Das ist zu breit. Wie ist das mit dir? Die haben halt mehr so einen Scheunencharakter von den Fenstern her, deswegen finde ich sie eigentlich ganz süß. Ist halt nicht ganz so edel. Das ist nicht einfach von der Gestaltung her. Aber das gibt es auch in dem Ton. Okay, dann muss ich das gerade mal. Aber du musst auch an der großen angebracht werden. Hier würdest du sitzen. Excuse me, would you please be? Thank you. So ganz so hohe Decken nicht überall, aber unten, da kann ich mir das vorstellen, da sieht das gut aus. Oh nein, das ist so breit, dann ist das nicht symmetrisch. Oh, ganz so cool sieht es auch nicht aus, muss ich gerade gestehen. Okay, wir hatten, das war die Fenstervarianz. Dann kann ich mal gucken, ob ich nicht. Kann ich das nicht in irgendeiner Weise. Vielleicht doch noch nutzen für eine interessante Gestaltung? Was ist das schon mit dem Blauton? Nee. Das ist auch drei breit. Das ist auch drei breit. Mano, ihr seid doch scheiße. Wieso macht ihr so. Oh, hier ist dann die moderne Variante. Ui, Wahnsinn. Oh, okay. Das ist nicht uninteressant. Besonders für vielleicht Fenster an der Rückwand. Wenn, wie soll ich sagen, dort Badezimmer reinkäme? Oder sowas?
Ist halt die renovierte Variante. Ist halt so, nehmen wir jetzt, wenn ich jetzt hier noch mehr runde Fenster zusammenkriege, die gut aussehen damit. Wir haben ja noch runde Fenster, schmale runde Fenster. Dann könnte es was werden. Also zumindest etwas, was ich mir sehr gut vorstellen kann. Die haben ja halt vor allen Dingen noch blau in sich. Das sieht halt schon ganz schön aus. Doch. Ja, doch, dann hier noch links und rechts, da noch links und rechts. Ja, dann lasse ich das jetzt gerade mal so. Einfach nur so zum Experimentieren und gucke, wie wir das jetzt mit dem Dach machen wollen. Wie machen wir das jetzt mit dem Dach? Kann ich das nicht so hoch machen? Dann bis hier so durch. Und dich hier so breit dahin. Ich muss mal jetzt mal ausprobieren. Ich und Dächer, wir sind in diesem Spiel. Wir hassen uns. Bisschen niedriger, bitte. Man konnte Dächer doch rund machen. Sondern schön klein. Knuddelig. So. Dann kriegt das sogar so einen Villencharakter. Sieht gar nicht mal so kack aus. Ich habe mal ein Dach gestaltet, das nicht auf Anhieb total blöd aussieht. Purer Zufall. Wird nie wieder vorkommen. Pass auf, gleich verkacke ich's. Ja, zumindest diese schräge Ecke wird mir zum Verhängnis. Oder eventuell. Ich das jetzt hier hoch genug machen kann. Das sieht ja aus. Ich meinte, oh, schön. Da muss man halt ein bisschen tricksen, indem man Komponenten kombiniert, die machbar sind. Bis hierhin zumindest. Ist das machbar? Und wenn das hier ganz niedrig ist. Mal gucken, dass hier vielleicht. Ach, die gleiche Schräge kriege ich nie hin. Nee, das geht so auch nicht. Also das geht schon mal so, aber das hier geht so nicht. Kann ich hier nicht? So eine Art Turm oder so drauf bauen? Wäre das nicht möglich? Das wäre doch möglich, oder? Müsste eigentlich. Warte dich hier unten bis nach oben durch. Und dann lasse ich da angrenzen. Quasi das nicht geplante, dennoch vorhandene Turmzimmer oder sowas. Ich weiß es noch nicht. Wenn ich das jetzt dann dem sage, du darfst jetzt aber bis da rangehen. Du darfst bis da rangehen, damit das da so verdeckt ist. Du musst aber bis da runter, damit das nicht kacke aussieht. Und dann nochmal weg. Wieso siehst du jetzt so aus, wie du aussiehst? Lass das. Wieso ist da jetzt ein Loch? Ich habe doch da gar kein Loch reingemacht.
Oder man lässt das, den Giebel da und zieht den auch noch ein bisschen hoch. Und das bis da hinten durch. Krieg ich? Nein. Okay. Das kann dann eigentlich weg. Das kann... Kann das, wenn ich das bis da durchziehe, guck das da durch. Oh Mann. Armando, guck doch da nicht durch. Das ist doch doof. Da auch nicht, bitte. Okay, dann müssen wir... Hier müssen wir das vielleicht ein bisschen anders regeln. So. Ist es doof, dass da jedes Mal dieser Rand ist? Können wir den nicht irgendwie... So ist es randlos, aber... Oh, das sieht ja cool aus. Ich hätte halt... Okay, dann nehmen wir den da. Das sieht sowieso mehr nach Sturm und Steinen und so aus. Das ist Magic Honey. Sturm und Steine, wirklich. Dann können wir nämlich hier oben so eine Art... Ja, was weiß ich nicht, was... Burgrand oder so... Probier das gerade nur mal kurz. Immer so vom Weiten, um sich das anzugucken. Die sieht kacke aus. Die muss jetzt gar nicht so weit dicker Rand sein. Das muss nur hier sowas sein. In Blau. In Blau finde ich das schön. Ah, da ist dann die Tür weg, die schöne. Toll. Sieht aber zu gut aus, als dass ich das jetzt lassen könnte. Wieso? Aber das sieht so gut aus. Das muss jetzt so bleiben. Ihren Rand? In Weiß. In Weiß bekommt ihr ein. Bekommt in Weiß ein. So. Na, na, na. Nichts zum Ändern, nichts zum Ändern. Nee, das darf da so bleiben. Alles gut. Okay, wie jetzt andere Tür oder wie? Das geht ja noch höher. Dann mache ich das halt höher. Dann geht die da nämlich auch wieder hin. Mhm. Oh, es gefällt mir. Es sieht schon doch. Mhm. Ja. Mhm. Könnten sogar blaue Balken einziehen. Passend zu diesem Kitsch, den ich da veranstalte. Oh mein Gott. Mal gerade gucken, wie das aussieht. Ja, zumindest dürften sie nicht überall blau sein, weil das beißt sich mit dem nicht blauen, sondern doch eher weißen Balken, die wir oben haben. Das möchten wir ja nicht, dass sie sich anfangen zu beißen und sich dann plötzlich hassen oder sowas. Also hier so ein paar vereinzelt hin. Die Ecken zumindest, so. Und dann sollte das gut aussehen. Wo habe ich dich denn jetzt einfach dahingestellt? Einfach so, just for the lulz, einfach so in den Boden gerammt, ist klar. Nee, die Ecken müssen nicht unbedingt welche. Hier kommen jetzt auch so Winstreppen nur dran. Was hat denn Winst damit zu tun? Der putzt hier nur. Ging das ähnlich auch mit dem? Auf dem? Nee, geht nicht.